akzeptiert das. Es ist bekannt, dass Hyänen Aasfresser sind, aber sie sind auch tödliche Raubtiere mit einer hohen Erfolgsquote bei der Jagd. Das verdanken sie ihrer Ausdauer, ihrem Mut und ihrer guten Teamarbeit. Aber vor allem sind sie Spieler, die ihre Nasen überall hineinstecken, bis sie finden, was sie suchen. Auch wenn das bedeutet, dass sie in die Kita stürmen, um zu fretten. Wissen, wenn du sehen willst, wie Hyänen hinter den kleinen Jungs her sind, musst du dir diesen Film ansehen. Wir schauen uns 14 Fälle an, in denen Hyänen selbst in Kindertagesstätten eingedrungen sind, um die Kleinen zu entführen. Nummer 14. Hyänen jagen Büffelkalb. Wo ist Mama, wenn du sie brauchst? Diese Hyäne macht sich über ein junges Büffelkalb her. Und gerade als es so aussieht, als würde der Aasfresser das Kalb in den Ofen schieben, taucht Mama auf und rettet den Tag. Was für ein mutiger Versuch dieses kleinen Büffelkalbs gegen einen hungrigen Clan von Tüpfelhyänen. Aber es hatte keine Chance, weil es einfach zu viele Hyänen waren. Selbst ein erwachsener Büffel hätte alle Hände voll zu tun gehabt. Die harte Realität der Natur ist manchmal hart zu beobachten. Wenn du noch nie gesehen hast, wie Hyänen ihre Beute bei lebendigem Leib auffressen, ist dieses Video genau das Richtige für dich. Sieh dir an, wie diese beiden Hyänen das Fleisch aus dem jungen Kalb reißen, während es noch lebt. Die Aasfresser fraßen das junge Tier weiter, ohne es zu töten. Das Kalb stirbt, nachdem sie begonnen hatten, seine lebenswichtigen Organe aufzureißen. Auch wenn Hyänen als Aasfresser bekannt sind, müssen sie von Zeit zu Zeit ihre eigene Beute jagen und töten. In diesem Video greifen Hyänen ein Büffelkalb an, das versucht zu fliehen, und zeigen, wie das Tier brutal getötet wird. Jeder will ein Stück davon, und eine Hyäne reißt sogar die Eingeweide des Tieres heraus, um es zu töten. Doch gerade als die Hyänen beginnen, das Kalb zu fressen, erscheint der König des Busches und zwingt die Hyänen, auf ihre Mahlzeit zu verzichten. Als die Mutter drei Hyänen entdeckt, die ihr Kalb töten, greift sie an und zwingt die Hyänen zum Rückzug. Aber als noch mehr Hyänen auftauchen, ist es für die Mutter schwierig, sie alle abzuwehren. Und wenn man bedenkt, wie stur und hartnäckig Hyänen sind, sieht es nicht gut für die Mutter und ihr Junges aus. Am Ende fressen die Hyänen ein Büffelragout, bis sie satt sind. Eine einsame Hyäne findet ein junges Büffelkalb auf offenem Feld und beginnt es zu fressen. Es gibt keine anderen Hyänen in der Nähe und keine Anzeichen für die Herde, auch nicht für die Mutter des Kalbes. Das ist seltsam, aber ich vermute, dass das Kalb weggelaufen ist und die glückliche Hyäne zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Nummer 13. Hyäne greift Thompson-Gazellenbaby an. Dieser erstaunliche Blick aus einem Heißluftballon zeigt eine Hyäne, die eine Thompson-Gazelle jagt und fängt. Eine andere Hyäne kommt angerannt, während die andere Hyäne die tote Gazelle in ihrem Maul trägt. Diese Hyäne jagt ein winziges Gazellenbaby und obwohl die Hyäne langsam ist, holt sie die Gazelle schließlich ein und tötet sie mit Leichtigkeit. Sie beschließt, sie auf der Stelle zu fressen. Keine Zeit, um es sich bequem zu machen. Einfach fressen und nach mehr Futter suchen. Diese Hyänen haben sich heute hier versammelt, um den Tod einer Gazelle zu feiern, die sie fressen werden, bis nichts mehr von dem Tier übrig ist. Geparden sind schnelle und wendige Jäger, aber im Kampf 1 gegen 1 sind sie der wilden Hyäne nicht gewachsen. In diesem Video kannst du sehen, was ich meine, wenn eine Hyäne die Beute eines Geparden einfach stiehlt, weil der Gepard nicht riskieren will, sich zu verletzen. Eine Verletzung könnte das Leben der Großkatze gefährden, während das Jagen schon wieder zu ihrem Alltag gehört. Nummer 12. Hyäne greift junges Nilpferd an. Die Art und Weise, wie diese Hyäne ein Nilpferdkalb am Maul packt und daran zieht, ist erbarmungslos. Eine andere, ruhigere Hyäne kommt hinzu und beobachtet die Tortur, der das Flusspferdkalb unterworfen ist. Und es scheint ihr egal zu sein, solange sie ein Stück vom Kuchen abbekommt. Das kranke Nilpferd hat das Leben aufgegeben und das ist zum Vorteil der Hyäne. Das Nilpferd ist geschlagen, verletzt oder krank und bewegt sich kaum, wenn die Hyänen zubeißen. Das Nilpferd versucht ins Wasser zu gehen, aber die Hyäne setzt ihr Massaker fort. Das Nilpferd bleibt stoisch und erträgt die Schläge noch ein paar Sekunden lang, bevor es tief ans Wasser geht, wo die Hyäne anscheinend nicht hin will. Nummer 11. Hyäne greift Gnu-Baby an. In der Vergangenheit haben wir gesehen, dass sich Gnus im Zweikampf mit Löwen gut geschlagen haben. Aber das Gnu in diesem Video scheint aus irgendeinem Grund gegen eine einzelne Hyäne zu kämpfen. Es ist erwähnenswert, dass das Gnu nicht besonders groß ist, was ein Grund dafür sein könnte. Und die Hyäne reißt dem Gnu einfach Fleischstück aus dem Körper, während der Anfang vom Ende für das Tier schnell naht. Das Gnu in diesem Video wehrt sich und kann die Aasfresser 10 Sekunden lang gut abwehren, bis die Hyänen links, rechts und in der Mitte zuschlagen und das Tier bei lebendigem Leib verspeisen.
Diese Hyäne schleppt einen Gnu-Kadaver über eine unbefestigte Straße. Es ist möglich, dass die Hyäne den Kadaver gestohlen oder ihn sogar getötet und bereits einen Teil davon gegessen hat. Einige Geier sind alarmiert und vor allem einer taucht früh auf, um einen Blick auf die Ware zu werfen, damit er entscheiden kann, ob es sich lohnt, sie zu probieren. Es ist unglaublich, wie lange das Gnu am Leben bleibt, während die Hyänen mit ihren Rüsseln tief in seinem Magen stecken und den Inhalt herausziehen. Man kann sehen, wie das Gnu die Hyänen anstarrt, während sie das tun. Es ist hellwach, aber nicht sehr lange. Zumindest hoffe ich das um seinetwillen. Als es so aussieht, als würde ein Clan von Hyänen einem Gnu den letzten Schliff geben, steht das Tier auf und versucht zu fliehen. Es braucht ein paar Hyänen, um ihn einen Teil des Hinterns herauszureißen, bevor das Tier zu Boden fällt und aufgibt. Nummer 10. Baby-Elefant. Einen ausgewachsenen Elefanten können Hyänen nicht angreifen, es sei denn, er ist krank oder verletzt. Aber ein kleines Kalb mitten in der Nacht ist ein Leckerbissen für diesen Clan. Das arme Kalb war zur falschen Zeit am falschen Ort und ohne die Herde, die es beschützt, war es von Anfang an verloren. Ein umherziehender Hyänenclan stößt auf einen großen Elefanten, der sich weigert, seinen Platz zu verlassen. Sie finden bald heraus, warum. Sie hat ein krankes Elefantenbaby, das auf dem Boden zusammengebrochen ist. Die Hyänen kommen näher und warten nur auf eine Gelegenheit, die beiden zu trennen. Die Elefantenmutter tut ihr Bestes, um ihr krankes Kalb vor einem so schrecklichen Schicksal zu bewahren. Aber sie kann nicht viel tun, um den Ansturm der Hyänen aufzuhalten. Als ein Hyänenclan das mittelgroße Kalb umzingelt, ist es in Schwierigkeiten. Der Elefant kann sich nicht mehr richtig festhalten, sodass er nicht mehr laufen kann. Und die Hyänen pflügen ihn in den Boden. Der Elefant hätte den Rest der Herde zu Hilfe rufen müssen, aber das war nicht der Fall. Nummer 9. Hyäne kidnappt Löwenjunges. In diesem überraschenden Video können wir sehen, wie eine Hyäne ein junges Löwenjunge schnappt und mit ihm davonläuft. Man sieht, wie die Mutter jammert, weil sie ihr Junges nicht finden kann und wahrscheinlich weiß, dass es schon zu spät ist, es zu retten. Selbst Löwen, die wahrscheinlich stärksten Raubtiere im Busch, erleiden immense Verluste durch andere Tiere, wie dieses Video beweist. Nummer 8. Baby-Topi. Ein Topi-Baby wird von einer Hyäne gestohlen. Die Topi-Mutter ist nicht in der Lage, ihr Junges zu retten. Einen Moment später taucht eine kleine Herde Zebras auf. Fast so, als würde sie den Tag retten und der Topi-Mutter helfen. Aber tatsächlich verjagen sie die Topi-Mutter. Was für ein Haufen freundlicher und rücksichtsvoller Zebras. Als sich eine Hyäne nähert, entspannt sich das Topi. Aber als die Hyäne zu nahe kommt, reagiert das Topi und versucht zu fliehen. Die Hyäne schafft es, das Topi zu packen und zu Boden zu werfen. Als der Rest der Mannschaft eintrifft, braucht das Topi dringend Hilfe. Aber es gibt keine. Es kommen nur weitere feindliche Verstärkungen an und in Sekundenschnelle ist alles vorbei. Mama bekommt Hilfe von ein paar Freunden, die versuchen, ein Jungtier vor ein paar hungrigen Hyänen zu schützen. Aber die meisten ihrer Angriffe verfehlen das Ziel und einer der Aasfresser schafft es, das Topi-Kalb zu erreichen und es zu töten. Um das Ganze noch schlimmer zu machen, versucht die Hyäne, den toten Topi vor den Augen der angreifenden Erwachsenen zu fressen. Aber als einer von ihnen angreift, rennt die Hyäne schließlich mit der Beute im Maul davon. Als dieser Topi von einer Hyäne aufgeschreckt wurde und versuchte zu fliehen, brach er sich ein Bein, woraufhin die Hyäne ihn zusammen mit ein paar Freunden packte und zur Strecke brachte. Es dauerte nicht lange, bis das Topi Geschichte war. In diesem Video kannst du die Meisterschlachter bei der Arbeit sehen. Nummer 7. Hyäne greift junges Warzenschwein an. Beim Anblick dieser Hyäne, die sich durch das kleine Warzenschwein beißt, könnte man meinen, das Warzenschwein sei bereits tot. Aber nein, es ist noch hellwach und steht. Es gelingt ihm sogar wegzulaufen, natürlich nur vorübergehend, bevor der Aasfresser es endgültig packt und tötet. Während der Wiederholung der Bugs Bunny Roadrunner Stunde am Samstagmorgen ist das Letzte, was das Warzenschwein erwartet, dass es von einer hungrigen Hyäne gewaltsam aus seinem Bau gezerrt und zum Schlachthof gebracht wird. Der Titelsong der Bugs Bunny Roadrunner Stunde ist im Hintergrund zu hören. Aber das war's dann wohl. Weiter mit der Show. Nummer 6. Hyäne jagt Baby Zebra. Diese Hyäne reißt dem Zebrafohlen das Gesicht ab, bevor sie es tötet. Fohlen sind dem Untergang geweiht, wenn sie von Hyänen oder einem anderen Raubtier angegriffen werden. Es sei denn, ältere Erwachsene sind da, um sie zu beschützen. Schlimmer noch, in diesem Video geschieht der Angriff unter den wachsamen Augen älterer Zebras, die absolut nichts tun, um dem Jungtier zu helfen. Die Hyänen beißen unter den Bauch des Zebras und suchen nach einer weichen Stelle, an der sie das Zebra aufschneiden und schwächen können. Das Zebra versucht zu fliehen, aber die Hyänen halten es fest. Als sie es schließlich zu Fall bringen, öffnen sie zunächst den Rücken des Tieres, bevor sie es ausweiden. Das Zebra ist schwanger, also bekommen die Hyänen einen 2-für-1 Deal. Nummer 5. Braune Hyäne greift Robbenbaby an. Braune Hyänen oder Strandwölfe, wie sie auch manchmal genannt werden, sind die seltenste Art der Hyänenfamilie. Sie sind in erster Linie Aasfresser, das heißt, sie ernähren sich von Kadavern, die von fähigeren Jägern zurückgelassen wurden.
Die Strandwölfe von der Skelettküste Namibias, wo es keine anderen Raubtiere gibt, sind auf die Kapphelzrobben als Nahrung angewiesen. Sie haben es auf die Jungtiere abgesehen, zum einen, weil sie verletzlicher sind und sich nicht wehren können und zum anderen, weil sie ihnen mit einem Biss den Schädel zertrümmern können, sodass sie schnell und unbemerkt in ihre Höhle zurückkehren können. In diesem Video nähert sich eine braune Hyäne einem kleinen Robbenjungen. Braune Hyänen haben mit die größten Zähne aller Raubtiere. Ein Hitzeschlag ist eine häufige Todesursache für Kapphelzrobben und diese Hyäne würde gerne einen frischen Kadaver finden. Sie versucht, eines der Robbenbabys von seiner Mutter zu reißen. Sie reißt das Jungtier von seiner Mutter weg und die Mutter tut nichts, um es zu retten. Ein paar Schakale sind auch in der Nähe, aber die Hyäne sorgt dafür, dass sie ihrer Beute nicht zu nahe kommt. In diesem Video nähern sich diese beiden braunen Hyänen einem Dutzend Schakale, die einen kleinen Robbenkadaver fressen. Zuerst zögernd vergessen die Hyänen das Protokoll und klauen den Schakalen den Kadaver einfach, während diese zusehen, wie die Aasfresser ihn direkt vor ihrer Nase wegnehmen. Diese Schakale jagen eine Robbe am Strand, aber die Robbe schafft es, ins Wasser zu gelangen, bevor sie sie schnappen können. Diesmal hat er Glück gehabt. Weiter unten am Strand wird ein anderer Welpe angegriffen und er ist in der Unterzahl. Ein Schakal beißt ihm in die Kehle, während die anderen seinen Körper angreifen. Die vier Schakale haben gewonnen, aber die anderen versuchen, ihren Anteil zu bekommen. Der Geruch des Todes lockt weitere hungrige Schakale an und löst einen Fressrausch aus. Selbst nachdem sie das Tier erlegt haben, können die Schakale nicht in einem Stück fressen, weil sie von ihren eigenen Artgenossen gejagt werden, um ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Nummer 4. Hyäne fängt Baby Impala. Zwei Hyänen jagen ein kleines Impala im Busch und treiben es in die Enge. Diese Jagd ist für die beiden Aasfresser fast ein Spiel, da sie sich beide nur minimal anstrengen, um das Tier zu erlegen. Sobald das Impala tot ist, teilen sich die beiden Streithähne ihre Mahlzeit. Aber als eine dritte Hyäne auftaucht, um ein Stück der Beute zu ergattern, schnappt sich eine der Hyänen die Beute und rennt davon, da sie sich weigert, sie mit der dritten Hyäne zu teilen. Wenn du im Busch essen willst, musst du dir das wohl verdienen. Eine Gepardenmutter tötet dieses junge Impala, um ihre Jungen zu füttern. Aber nur wenige Minuten später taucht eine fiese Hyäne auf und stahl die Beute, nachdem sie den Geparden und seine Familie eingeschüchtert und schikaniert hatte. Geparden fordern eine Hyäne normalerweise nicht zum Kampf um die Beute heraus. Also wich die Großkatze der Hyäne aus und huschte mit ihren Jungen davon. Die Hyäne schien sich über das Impala zu freuen, denn sie weidete es in Windeseile aus und labte sich an jedem einzelnen Organ, das sie aus dem Körper des toten Tieres zog. Nummer 3. Hyänen gegen Giraffenbaby. Giraffen gehören für Raubtiere und Aasfresser gleichermaßen zu den schwierigsten Beutetieren. Diese einsame Hyäne träumt in Farbe, wenn sie glaubt, dass sie die Mutter ohne die Hilfe anderer Mitglieder ihres Clans ablenken kann. Wenn die Hyäne ihr zu nahe kommt, wird sie von den kräftigen Beinen der Giraffe umgehauen und kann leicht getötet werden. Der Versuch der einsamen Hyäne ist zwecklos und wird nichts bringen, aber der Aasfresser versucht es trotzdem. Giraffen sind selbst für Löwen eine harte Herausforderung. Also werden Hyänen gegen Giraffen nicht besser abschneiden als Löwen. Diese Hyänen haben ein totes Giraffenkalb gefunden und versuchen es zu fressen. Aber direkt neben dem toten Kalb stehen zwei erwachsene Giraffen, die die Hyänen verjagen wollen. Ich weiß nicht, ob die Hyänen das Kalb getötet haben oder ob sie es nur dort tot gefunden haben. Aber sie wollen es auf jeden Fall fressen. Die Giraffen schikanieren die Hyänen weiter. Aber die Aasfresser kommen immer wieder zurück, bis ein paar Löwen auftauchen und einige der Hyänen verjagen. Ich vermute, dass die Löwen die Beute gemacht haben und zurückkommen, um die Reste zu vertilgen. Aber die Hyänen kommen ihnen zuvor. Da die Löwen zahlenmäßig unterlegen sind, bestehen sie nicht darauf und überlassen die Überreste des Kalbes den streitlustigen Hyänen. Nummer 2. Hyänen führen. Es ist selten, dass Hyänen in freier Wildbahn Kaninchen jagen und fressen. Sie bevorzugen größere Beutetiere wie Gazellen und Antilopen. In diesem Video nimmt diese Hyäne jedoch, was sie kriegen kann, denn sie ist in einem Gehege in einem Zoo eingesperrt. Am dritten Tag seiner sechsten Serengeti-Safari in Tansania wurde ein Wildtierliebhaber und sein Guide von einer Tüpfelhyäne überrascht, die mit voller Geschwindigkeit über die trockenen Eben vor ihnen rannte, um ein junges Elenantilopenkalb zu erlegen. Die meisten Menschen glauben, dass Hyänen sich nur von Kadavern ernähren und von Löwen und anderen Raubtieren stehlen, was sie auch tun. Doch Tüpfelhyänen sind furchterregende Jäger. Clans, die zusammenarbeiten, können ausgewachsene Büffel erlegen und Löwenrudel herausfordern. Ich habe schon oft große Kämpfe zwischen Hyänenclans und Wildhunderudeln gesehen, aber ich habe noch nie eine Hyäne mit einem toten Wildhund im Maul gesehen, wie in diesem Video. Man sieht zwei Hyänen, die auf die Kamera zugehen, um ihre Beute zu zeigen. Einen Wildhundkadaver, von dem nur noch die Hälfte des Körpers übrig ist. Das ist kein schöner Anblick. Niemand weiß, wie dieses junge Nashornkalb getötet wurde. Und ohne seine Mutter feiern die Hyänen und Schakale eine Party. Natürlich müssen die Schakale warten, bis die größeren und aggressiveren Hyänen an der Reihe sind. Aber es sollte genug für alle Teilnehmer da sein. Nummer 1. Hyäne greift Baby Duker an.
Ein winziges Duca-Baby wird von einer hungrigen Hyäne geschnappt und in Sekundenschnelle verschlungen. Der Schakal kommt und sucht nach Resten, aber das Tier war so winzig, dass ich bezweifle, dass irgendwelche Reste übrig geblieben sind. Zu sehen, wie junge Tiere getötet werden, ist nie einfach. Vor allem, wenn sie lebendig gefressen werden. Welches war dein Lieblingstier? Verrat's uns doch in den Kommentaren unten. Das war unser Blick auf 14 Fälle, in denen Hyänen in die Kinderstuben kamen, um Jungtiere zu entführen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns bitte einen Like und lass uns in den Kommentaren wissen, was du denkst. Schau dir auch unsere anderen Videos an und abonniere sie, um dabei zu sein. Klick auf das Benachrichtigungssymbol, damit du unsere neuen Videos siehst, sobald sie hochgeladen werden. Das war's für den Moment.